reingeschaut? So, wir spielen ja alle bald TFT-Turnier. Ja, ich habe reingeschaut. Und ich bin Hartzack selber. Wir spielen alle ein TFT-Turnier? Ja, du nicht. Ah, okay. Aber Freddy ist ja auch dabei. Ja, nächste Woche Samstag, ne? Es wird so geil. Ist das das, wo du immer Cash ab? Ja. Ich will mir meinen dritten Pokal abholen im dritten Turnier. Ja, aber du darfst halt auch nicht im Vorfeld trainieren. Das ist doch so unfair. Heck, klar trainiere ich davor. Tim und Tunni waren Master. Da werde ich wohl ein bisschen in Silber spielen dürfen. Tunni ist Master in TFT? Tunni hat den Johnny komplett reingesweatet. Tunni ist cracked. Die ist Master in TFT und in Solo-Queue. Ja. Arbeitet die nicht? Jetzt nicht mehr. Ja, an dem Rank, ne? Wait a minute, what? Also sie hat eine Beziehung, sie ist High-Elo in mehreren Games, sie arbeitet. Aber die ist erst richtig High-Elo seit Brücki, ne? Seitdem hat sie einfach... Ja, oder sie hat im Leben aufgegeben und will nur noch zocken, um es zu vergessen. Okay. Was haben wir denn hier? Die hat Ori gebannt. Nekchi. Ich hoffe, der Weltbann ist fein. Oder ah, Zinnef ist da. Hallo. Hallo. Ja, bann einfach, was du möchtest. Perfekt. Direkt zwei Target-Bans, das ist so gemein. Zinnef hat im Übrigen sehr appreciated, dass du auch so gegen die Iron Golems strugglest. In Minecraft. Du hast es gesehen, oh mein Gott. Ich werde immer von denen verprügelt, diese Scheißviecher. Ich dachte, vielleicht kann man sie kiten, aber nein. Ich glaube, wir sollten Zion bannen, weil ich glaube, der hat für Zion sich, also der hat Fiora und Vayne gebannt für Zion. Das ist ein Zion-Main. Würde ich jetzt machen. Dann safe. Ich dachte, du spielst Brand. Ist er nicht Zion einfach ein Lacher? Eigentlich schon, ja. Aber vielleicht für Toplaner nicht, I don't know. Ah. Ich weiß auch nicht. Ja, die meisten Toplaner haben richtig Angst vor Zion. Im Notfall fixen wir einfach die Wave auf der Toplaner. Oh, das ist ja immer toll. Das mache ich gern. Wir könnten was picken. Brand Jhin. Brand Blind Pick und Jhin. Also ja, Brand ist Flex. Wir machen Brand Jhin Nautilus. Zack, Abfahrt. Kannst Jhin nehmen, dann habe ich Brand. Hat sich nach einem sehr guten Draft. Willst du mit Brand eigentlich Solo AP sein schon, ne? Es kommt auch an, was wir top haben, glaube ich. Also im Kamel haben wir das so weit umher. Ist natürlich angenehm für mich, aber muss nicht. Also wenn, also es muss ein Bruiser sein. Es darf jetzt nicht irgendwie Xanthus sein oder ein Tank. Und Support. Ich check den Zusammenhang nicht. Wie hat er das angeheftet, warum Tolkien nicht spielt? Man kann das anheften. Was, ich fällt gar nicht an. Wir darüber reden? Also Tolkien hat sich, Tolkien hat sich verpisst. Er hat einfach gesagt, er macht jetzt nichts mehr. Und dann ist er jetzt gegangen. Nach Hause. Genau so habe ich das auch kommuniziert. Ja. Ja, der ist im Urlaub, ist er einfach. Oder? Echt? Ja. Also ich habe die Location nicht geleakt. Hat er nichts gesagt, wo er hingeht? Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt bloß nichts Falsches sagen. Oh. Nee, Tolkien hasst uns und euch einfach. Das ja. Was ist das? Das ist Cupspot. Ja, genau. Der spielt das. Bist du Nautilus? Immer noch? Lass mich ganz kurz überlegen. Ja. Man könnte auch Bart. Ja, gut. Nein. Der Bart ist actually fucking nice, ne? Der wurde im World 2 auch gespielt. Ich gebe dir so eine 4-Mann-Ulti und dann kannst du einfach mit deinem Gesicht über dieses Flur fahren. Das nicht. Oh. Nein, das ist Nautilus. So, irgendwelche Bannwünsche? Die brauchen. Ey, die Mitte. Spielt der Yone? Der Midlaner spielt Yone. Second Boss Plate. Yone raus. Jace spielt da auch. Ja, Jace spielen wir. Ach so. Jace spielen wir, nice. Ey, wir spielen jetzt Jace dann auf 4. Und dann bannen wir jetzt noch, spielt der Irelia? Nee. Nicht direkt. Also nicht in seinem Top. Er hat vor 2 Stunden Z-Game gespielt, mit dem ist er 1-5-2 gegangen. Ja, da habe ich jetzt nie so Angst vor, muss ich sagen. Dann gibt's nicht mehr. Er spielt Akali ist noch dabei. Nee, also keine Irelia. Ja. Könnte man machen. Wenn ihr sonst nichts habt. Akali ist einfach nervig, der Champ. Ja, dann weg damit. Lassen wir. Und jetzt der ultimative Flex Kratos Mitte. Er segelt gerade nach Korea, Leute. Er ist immer noch auf seinem Boot. Er hat sich versegelt. Er wollte die Frage mit dem südchinesischen Meer wirklich nachprüfen. Im Übrigen, deine Herleitung war so gut, ne?
Ja, aber trotzdem, also die war ganz gut, aber die war trotzdem gelogen, ne? Also, ach so, oh. Ich dachte, China würde irgendwo ans Indische Meer, also an den Indischen Ozean angrenzen, aber ist ja überhaupt nicht der Fall. Ich muss aber auch sagen, ich habe Korea, also ich hatte das falsch im Verhältnis zu China, ne? Muss ich sagen. Okay. Was denn? Also da merkt man die Geografie. Jace, ja. Jace. Ich wurde tatsächlich am Tag nach unserer Gameshow von meinem Dad angerufen. Und er hat mich durchgeflamed, dass wir in diesem Quiz zwei Ingenieure dabei hatten und wir beide diese Anker-Boot-Frage falsch hatten. Ja, das ist schon sehr peinlich, muss ich sagen. Das war ein 15-minütiges Telefonat, wo er mir einen Vortrag gehalten hat und mir danach auf einem Blog die Notizen von ihm geschickt hat, wie simpel das ist. Also, aber ist das nicht, also für mich viel peinlicher als für dich? Ich glaube, es ist für uns beide sehr peinlich. Ja, ja, also, vor allem, weil nachdem Brücki das sagt. Also, what? Was? Was passiert hier gerade? Nocturne Mitte halt. Okay. Ach so, ja, natürlich. Wir man schon riechen können. A classic. Du warst lange nicht mehr in Diamond 1, kann das sein? Doch, tatsächlich war ich vor. Also den nach Korea Weg war ich wieder. Des Diamantens 1. Musst du noch lernen, Fireman. Ach, da nicht noch ein Tank dazu. Was soll das denn? Also ich okay, bin dizzy. Wir haben jetzt Brand gegen Quadra Melee. Das sieht schon sehr geil aus. Also bin ich ehrlich. Wir first picken Brand und die gehen Quadra Melee. Ist AP fein hier oder sind wir dann zu AP? Gwendolin gehen vielleicht. Jawohl. Könnte Gwen gehen, ja. For sure. Alright, perfekt. Snip, snip. Boah. Schnipp. Welchen Skin nimmst du, Freddy, bei Brand? Persönlich, ich bin natürlich jemand, der Oldschool-Zombie-Brand gerne mag. Ja, das ist ein guter. Auch wenn der nicht der schönste ist, der hat Stil. Sechs Lee Sin Mitte. Also, was? Oder? Ja. Was nimmst du gerne? Ich habe auf dem Account, auf dem ich spiele, habe ich leider keine Skins, aber ich würde jetzt Zombie oder Debonair nehmen eigentlich, aber. Ich nehme ja diese Runde Zombie. Also ich mag Zombie, aber das ist halt so ein klassischer, weißt du. Also ich glaube, das ist das erste Mal seit 3 Wochen, dass ich mir denke, wir haben in der Premier League auch so sehen den besseren Draft. Das sieht aber auch wild aus, der Draft, muss ich sagen. Ja, schon. Kann funktionieren, ja. Er ist auch nur gegen ASP. Also das zählt basically nicht, da den Draft zu gewinnen. Wie viele Wins brauchen wir, damit wir nicht absteigen eigentlich? Habe ich nicht nachgeschaut. Aufsteigen können wir sowieso nie. Ich glaube, wir stehen 3-5 gerade, oder? Ja, genau, wir stehen 3-5. Also, wir können nie aufsteigen. Das ist schon mal. 3-5, wie schlecht sind wir denn? Ja, ja, wir haben die 2 Korea-Death-Loses, wir haben letzte Woche 0-2 verloren und einmal sind wir 1-1. Ihr habt 0-2 verloren, ihr Flaschen. Wir haben 0-2 verloren. Ja. Hey, ja. Oh mein Gott. Brücki! Ohne dich. Nee, Zinnif war schuld. Freddy. Ja, ich merke schon, ne? Ohne mich, da geht gar nichts. Du hast uns im Stich gelassen, Freddy. Ich war im Flieger. Wer hat dich gebraucht und du warst nicht da. Aber wie ist der Sweet Spot? Also wir müssen quasi Vierter oder Fünfter werden, damit wir nicht an Playoffs teilnehmen. Das ist ja wichtig für uns. Ja, klar, weil wir nicht da sind, werden das die größte richtig. Herausforderung. Deswegen. Ja, wir können ja auch kein Matchfixing betreiben. Actually, jetzt 2 Wins wäre Träumchen. Warum? Weil das sind Höfi und ein Mod von mir. Natürlich wäre das hier ein Träumchen. Ja, abseits vom Emotionalen. Auch rein rechnerisch. Die Standings. Ich will nicht 4 Wochen lang gesagt haben. Die haben den besseren Support, ne? Aber Höfi, der spielt ja auch schon ewig, ne? Ja. Also Höfi so ist wie Brügge nicht, glaube ich. Höfi ist wahrscheinlich ein Kaliber, ja, mit unseren alten Säcken, ja. Ja, also ich glaube auch. Das ist mehr so einer von unserer Altersgruppe. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, bei Ice on You habe ich einmal für Höfi subben müssen, weil er retired ist. In Season 5 oder so war das. Und jetzt spielt er immer noch. Retired, ja. Nee, warst du das auch mal bei Ice on You gespielt? Ja, ja. Ich nämlich auch. Ich glaube, jeder hat bei Ice on You angefangen, ne? Also so von der neueren Generation. Wer war nicht bei Ice on You, ja. Das ist die wichtige Frage. Gutes Spiel, aber nie bei Ice on You. Tolkien war auch bei Ice on You, also Vorsicht. Ja, aber damals war er auch schlecht. Ja, damals. Nee, warst du nicht auch bei Ice on You, Brügge? Nö, du da auch nicht. Ich hatte schon ein, zwei gute Splits. War ich nicht einmal einen Split bei Ice on You? Nein, ich war nie bei Ice on You. Donald war auch mal bei Ice on You. Nee, actually, du hast recht, bei Ice on You war ich nie. Ja, du hast recht. Wir haben viel gegen die gespielt, die waren gar nicht so schlecht, ein Split da. Ja, der hat ein, zwei gute Split hatten sie, dann kam ich. Oh ja, das war... Da ging es steil bergab dann.
Ich habe mit KXNG habe ich da Botlane bei denen gespielt. Aber ich habe wirklich nur. Der war doch gar nicht schlecht, KXNG, oder? Nein, nein, das war auch fein. Aber. Oder war es KXNG? Ich glaube schon. Ja, war, glaube ich, ziemlich gut damals sogar. Die richtigen OGs sind eh so Leute wie Blood Dragon und Ryman Simon und Phylox. Mein Gott. Das sind die ganz alten Haudegen der deutschen Szene. Der alte Cheater. Oh ja. Erinnerst du dich noch an Entenzwerg? Oh ja. Das war auch, da hat alles angefangen. Da hat alles angefangen mit der Solo-Queue. Ich fand's so zum Kotzen. Der Typ war gut, aber der war jetzt nicht so gut. Und er wurde so gefeiert. Wer wurde gefeiert? Entenzwerg hat mich damit richtig sauer gemacht. Der war Rank 1 und habe ich gegen den gespielt, ESL-Meisterschaft, und den komplett weggeklatscht. Aber Rank 1, Glückwunsch. Mein Gott, Ryman Simon, diese Fahrt mit dem damals zum Bootcamp. Das war wild, Hier ist jemand. Vielleicht invaden die mich hier. Kick. Ich bin einfach gegen Lee Sin Mitte. Er kann bitte. Ja, aber das ist doch gar nicht schlecht, oder? Weil die heißt Scarab. Es hat einen Agorin Tier 3 Sub oder was? Das könnte sein. Scarab ist schon suspicious. Heißt Gutkick. Ist Agony nicht eigentlich Jungler? Oder bin ich blöd? Nee, der ist Subliner. Ich glaube, das ist ein anderer Agony, oder? Es gibt zwei, ja. Glaub auch. Oh, okay. Ja, wie läuft denn das Botlane ab? Ja, ich habe gestern nicht gespielt und gesoffen. Sonst würde ich jetzt sagen, wir befahren die einfach, aber. Ich glaube auch, dass es eigentlich Winning ist, ne? Ja, es ist Safe Winning. Ja. Und das ist der Mod, ne? Ist nicht ein Mod, das ist aber Zuschauer. Ne? Der Nocturne ist Mod bei mir. Der Nocturne? Ja, der Förster. Was sind du für Heilo-Mods? Ei. Er fängt mit Q an. Pick ihn. Wer? Mein der Rakan. Achso, ich hab gar nicht gesehen, dass der Q gespielt hatte. Scheiße, ich hab schon 3 Qs gefressen, das ist ja übel peinlich. Ja, du bist Fleet. Die Outfits von Zombiebrand sind so geil. Guck ruhig, ne? Schöne Sache, Harry. Guck in 4, dann gehen wir nochmal. Was ist aber der Juggler? Okay, du hattest noch keine W. Also wahrscheinlich hat er oben angefangen, ist jetzt gleich bei Raptoren. Ignite raus, aber Statement wurde gesetzt. Guck in 2, dann gehe ich wieder. Wann hast du W? Ist denn 3. Ist denn. Der ist, glaube ich, hier gerade. Oder bei mir? Oh mein Gott, Agri. Schon öfter gespielt, oder was? Der war genau da, ja. Der hat die gerade gemacht, als du gepinkt hast. Ich bin fest davon überzeugt, dass Agri einfach der Living Wallhack ist. Ja, ich meine, also wenn man das so 2000 Mal am Tag, also im Jahr spielt, dann weiß man, glaube ich... No, someone check his PC, please. Ungefähr, man, wo Junglern sind. Ich komme jetzt, mit der Base. Oh, vielleicht schaffen wir es nicht mal schon. Oder nicht basen? Wait, doch nicht. Komm. Nee. Also ich hier auch, ne? Also... Ja, das ist doch cool. Dann kommt er einfach zu uns und wir haben hier. Ich finde das auch nicht, aber Slackware ist zuerst Bot, aber. Ich habe Items, wenn wir dann. Wenn das ein bisschen länger dauert. Einfach hier Ward sein, kann ich. Oh, ich brauche Level 3. Ja, fehlt leider noch sowas. Ich kann Ward sein. Nur Nocturne. Ist ja schon vorbei. Ultra hier, ne? Nee, stark, ich hab ihn gesehen. Ist schon vorbei. Komm mal. Wir sind ja Level 2. Ich will nicht. Ja, ich hab Item Advantage, ne? Ich auch, ja. Ja, dann würde ich einfach mal super aggressiv hinterherlaufen. Du hast eine Tier, though. Ja. Ich denke, sie so. Ich die mit den kennen. Aber der lief noch nicht, der ist ja sehr low. Der Top den keine Fryo. Ja, cool. Ja, die geht wild. Der macht ja gar keinen Schaden. Komm, 10 Sekunden. Oh, sorry, Matt. Zu spät.
Ich glaube, wir können den Dragon gleich machen. Ganz nah schon auf Wildhorn geflasht. Ignite in 20. Ich glaube, wenn wir nochmal fighten, ist Rakan und dann ist der Dragon free. Also, der Dragon ist schon free. Ich laufe jetzt gerade dran. Okay. Ich werde den One-Shotten gehen. Wait, was ist das für ein. Ich hatte ihn, wenn ich nicht scheiße bin, ey. Was? Was hast du, Dani? Nee, der hat, Höfi hat so ein geiles Emote. Das sieht komplett fancy aus. Kannst du nochmal machen? Ja, ich befürchte, Höfi wird dir gerade nicht zuhören, hoffe ich. Hoffe ich. Oh mein Gott. Junge, du hast den Dragon schon! Ja, hab ich doch gesagt. Lol. Ja, scheiß mir auf die Wave und wir basen einfach. Nee, ne? Ich bin irgendwie traurig. Wieso bist du traurig? Weil ich eigentlich brauche, oder? Weil Katus. Ich hab. Man kann Katus halt immer komplett hops nehmen in Lane und ich schaff's nicht. Hey, ich ist einfach ein sehr guter Katus. Nein. Also vielleicht schon, keine Ahnung. Toxischer Motherfucker. Also ich zieh durch. Okay, tschüss. Also ich finde, in der Prime kann man auch mal unsportlich sein, ein bisschen. Bitte clip dieses Statement. Bitte, bitte, davon brauchen wir einen Clip. Ich hätte mich schon zum dritten Mal von der Base ab, aber ich will auch nicht weiter wegbasen. Das ist doch einfach traurig. Hat Scarab Flash? Wo ist denn hier der, wo ist denn Puggy? Oh. Der Jungle ist unten. Aber ohne Flash, also du kannst eigentlich nicht sterben mit Ghost. Oh. Ich hab's versucht. But no. Wir haben einen Ocean Drake. Oh, hier ist ein Nocturne, der hat mich leider schon gesehen. Ich hab gesagt, benutzt hier den Internet Explorer, ha? Huh? Wenn du oben also irgendwas machst, ich bin da, ne? Und ich bin Level 6. Alright. Ich invade mal hier jetzt ein bisschen. Ich mal ein bisschen aggressiver. Die sind irgendwo hier, Brücke, pass mal auf. Na gut. Machen die unseren Blue? Not yet. Oh. Was? Das wird wehtun. Ich hab ihm gerade den Blue vor der Nase weggenommen. Ich komm über Mitte, Bot-Krabbe nehmen und dann meinen Blue. Dann nochmal voll clear. Boah. Ich liebe Rant. Happy Agri Noises. Oh. Actually ist ziemlich lustig, wenn du mit Brand Q, wenn der Passive drauf ist und du triffst sie, dann stunt die. Das ist total okay. Ich ein ist, ne? Mach doch unseren Diamond-Spieler nicht so fertig, Mann. Wait, wann hittet jetzt der Nocturne eigentlich 6? Ich glaube noch gar nicht. Also er braucht mindestens das, aber ich glaube das auch noch sogar. Ja, dann. Ja, er ist noch da, er ist noch 5, wir haben ihn gerade gesehen. Katus ist 6 mittlerweile. Nice Jungle-Rolle. Einfach gleich unser Midlaner outfarmt. I can't, ey. Ja, das kann nur Brand. Ja, das ist so ein Rakan. Hallo, Hilfe. Juhu. Willkommen. Ist jetzt gerade einfach geflasht. Okay, das nehmen wir so. Dann nimmt man einfach ein bisschen Respekt auch. Schön, bitte. Ja, also wenn ja klar. Da ist ein Achtung, noch 6. Der ist 6. Ich hab mir jetzt gerade meine Ulti gewastet. Ich weiß nicht, ob wir gewinnen. Der kann mir das ganze Topside-Caps jetzt nehmen, ne? Sollen wir zusammen rein? Können wir. Ich geb Ace. Wollen wir Midlane Wave davon? Nein. Hey. Ich meine, das wäre. Es ist Season 13. Aber ich. Calm down, Bro. Du kannst, glaub ich. Die gehen mich hier unten an, Leute. Wir müssen hier Harold machen. Oder Top-Lane. Ja, wir gehen Top. Top-Lane, der riecht das. Ich glaube, wir machen sonst gar nichts hier. Oh, actually? Coming? Der hat Flash ab und Ulti. Der Dings hat Ult. Der macht dann. Jetzt auch mal Damage machen? Jetzt wollte ich nicht rauskommen. Du schaffst es ja. Gut, Job. Ja, ich brauch dich, glaube ich. Ach, du brauchst. Oh, ich werd gebraucht. Ja, weil der Nocturne, der kann nicht killen. Juhu! Aber ich glaube, du kannst mal Base channeln.
Ja, jetzt gibt das Ding auch nicht mehr so viel Gold, ne? Ja. Look at this, wo ist unser Nocturne? Das heißt, du brauchst es nicht, oder was? Der Lee könnte Bot kommen. Also wenn er nicht hier ist, ist er unten, Brügge. Ach Mann. Muss ich aufpassen. Mann, oh. Ich hab Mitte auch keinen Flash mehr, also die können auch für mich gehen. Hakan hat auch keinen Flash. Ich hab Rylai's in Base. Kann sich irgendwer hinter mich... Oh, du startest mit Rylai's first? Ja, das mache ich nur, wenn ich so schnell farme, dass ich aus dem ersten Deck keinen Amplifying Storm plus Stark kaufen kann. Ich bin sowas von super tot. Ich bin sowas von super tot. Nee, das bin alles auf mich. Oh, oh, da war ein Wort. No, the fucking tower. Super worth, by the way. Wir kriegen Greg. Okay, das war... Kartus Ult, Leaf Flash, Nocturne Ult. Willst du mit was machen? Ja. Nocturne hat kein Flash. Lee hat kein Flash. Ja, wenn du was siehst, irgendwas. Und auch kein Kick. Aber Rakan hat. Der hatte noch Ult. Ja, der war noch nicht 6. Ich komm. It's huge. Oh, das dann. Huge. Kartus Ult. Oh, I can't. Willst du durchrennen? Brücke, du kannst vielleicht durchrennen. Wo durchrennen? Also hier, River, das. Oh! Danke. Okay, nächstes Mal kaufe ich Boots. Kann ich, geh mal direkt nach unten, oder? Ich hab voll Bock auf den Typen. Ich hab Follow-up mit W und Ult. Sehr gute Arbeit, ne? Zauber mal bitte für mich. Der Zaubermaus. Bist du sauer auf mich, Agorin? Ein bisschen. Na gut, okay. Süß. Das klang immer ein bisschen mehr als ein bisschen, muss ich sagen. Oh. Wir sehen Noki, wir sehen Hakan nicht. Ach Mann, das ist ein Eclipse-Game, ne? Ich nehme mal an, dass es nicht absichtlich war, sondern einfach ein bisschen fahrlässig. Genau. Lass uns da gerne bleiben. Also ich sag mal, jemand, der sowas fahrlässig macht, klingt nicht so. Das habe ich nicht gemacht. Ich gehe Base. Ich gehe auch Base. Geh mal Base. Und wie läuft Toplane so? Perfekt. Also super viel Action. Richtig die Tolkien-Vibes. Weißt du, du hörst einfach 11 Minuten nichts von der Zeit. Höfi. Wir können es vielleicht so das hier invaden. Ich bin dabei. Ja. Auf der Wave dann direkt reinfahren. Ich bin auch sehr stark Mitte, tatsächlich. Hat der Nocturne geflasht, Mitte? Der Nocturne hat, glaube ich, nicht geflasht. Nee, nur der Lee hat geflasht. Aber die werden wieder Rakan hier, gibt's Support Live. Rakan kann hier sein. Er kann bei euch sein, ja. Und wurde es outsmited? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil er mich bis hier gechased hat zum Recall Drop. Wenn, dann ist er Midlane. Er ist Mitte. Ist Mitte. Ja. Ja, ich bin auch gleich hinter dir. Fünfmal nächste, fünfmal nächste. Also ich Alright. Meinst du, wir können den diven? Oder wie? Wenn, actually, ja. Nein. Der hat ein bisschen Radiant Drop. Hast du Spitzsignal? Ich komm hoch. Wir kommen alle. Big Rotation. Das wird nicht klappen, ne? Aber. Also er wartet halt einfach auf uns, ihr Hornox. Full HP One. Wait, wollen wir nicht gehen? Ah, der Rakan ist ja auch. Ja, dann glaube ich, it's really bad, it's really, really doomed. Okay, wir. Also wait. Warte mit der Blaster auf mich, Freddy. Nein! Nicht so! Ich bin ein HP, ich muss. Kannst du den wegmachen? Da hättest du jetzt auch mal ruhig committen können. Ja, klar, warte, ich mach mal kurz weg. Oh. Woran hat's gelegen? Oh. Weg ist oh. Die ganze Sache, die hast du alle. Jetzt sag mal, jetzt reicht's mir mit dir, Junge. Good job, Brücki. Oh, also wenn es immun. Kein Item. Brücki, der hat oben geultet. Warum machst du den nicht öfter? Nicht öfter. Was? Meinst du Kartus? Sorry. Ja, mal bitte. Gut, das ist. Okay. Ich kann ihm schreiben. Ulte nicht mehr. Ich glaube, jetzt sind wir stabil gesagt. Ach du Scheiße, Jammerdiff. Mein Mod Gap Agurin. Aber richtig krass, ja. Ich bin nicht Level Head und hab 2 Dragons und den Herald. Und 0-2. Ja, so hart hätte ich nicht gedacht, dass es für uns wird. Es geht nur um Sets, ja, nicht, nicht um Objectives. Ich geh Base, Kani. Na gut. Aber nice, Level 6. Na, ich bin gleich Level 7. Huh.
Also. Beide Supports spielen Midlane. Hast du den? Karl ist übrigens kein Flash mehr. Ich auch keine Stumps mehr. Ja, ich komme jetzt aus der Base durch Botlane. Er lockt in Mitte. Ich komme auch dazu. Wir haben wieder keine Ultis für Dragon gleich. Nice. Wir sind so schlecht. Aber wir gleich auch nicht. Nice. Oh mein Gott. Ich hab TP. Oh, dass ich das allein nicht treffe. Allein die Tatsache, dass wir da reinspielen. Ja, wollen wir da was machen, Sinive, oder was? Ich glaube, da können wir fast reinfahren. Oh, vielleicht bin ich auch delusional. Nein, könnt ihr. Oh. Ja, da war die. Brügge, du Mitte jetzt, oder wie man? Da war der zärtlichste. Nö, Kunst. Wollen wir nicht mit Kani weiterspielen? Ich will aber. Ich würde den gerne abgeben. Kann bei mir Angst sein? Schon. Ja, gib mir den. Okay. Ich nehme ihn an. Aber ich kann gleich mitgehen, nach dem Wave. Mitte ist sehr low. Die TP in Mitte, die wollen Drake Contest. Die sind jetzt echt stark. Okay, die haben keine Ultis, ne? Nee, die Ultis sind noch. Stratus hat Ult. Ja, aber Kahn kommt Mitte, bald Mitte wieder. Nicht. Ja, wir kommen Bots. Yeah. Nocturne könnte keine Ahnung, glaube ich. Die move jetzt hier rein. Der Karte sollte einfach zu töten sein. Nocturne ist hier, Lee ist hier, Raken ist hier. Die kommen, glaube ich, alle zu euch runter. Vorsicht. Das ist der Ohren-TP. Ihr müsst dringend weg. Ich bekomme hier einen Turm, wenn du nicht sterbst. Ich kann aber auch TP. Nee, du pushst nicht. Ja, das können wir nicht weiter unten. Wir können mal TP bekommen. Das ist, glaube ich, nicht mal bad. Du kannst gleich TP noch, glaube ich. Das ist, to be honest. Für den Ohren geht Base und hat kein TP. Ja, wollen wir es probieren? Ist 3v3, ich denke schon, ja. Dann aber ich müsste jetzt sein. Jetzt. Okay, jetzt sofort. Wo ist das denn? Das ist ein jetzt sind wir. Ich kann dir ein Wort stellen hier. Ja, lass mal hier lang gehen. Bisschen gern. Hast du Ult noch? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ein Moment. Der Ohren ist auch gestillt, leider. Sind beide geflasht. Okay. Okay. Die 14-6. 14-6 sieht zwar schlecht aus, aber. Wir sind immer noch. Wir haben mehr Objectives und so. So. Bin jetzt da. Also nicht, ob ich das möchte. So. Scheiß Doktor, er hat jedes Mal Ulti. Ich glaube, es ist Zeit zu split-pushen. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ja. Ein bisschen schwer. Keine Panik, liebe Leute, wir haben die Sideline Wincon. Ganz bestimmt. Und das Scaling haben wir auch. Oh, ja, kein Problem. Der Kados wird irgendwann auch ein bisschen problematisch, ne? Doch, durchaus, ja. Also wenn wir gegen Aspire evenish bleiben, dann wird's gegen T1 bestimmt einfach. Komm, wir rotate mal nach oben. Luna hat in seinem Leben noch nie gegen Brand gespielt. Ich glaube, so. Das ist unsere Wincode. Die Secret Threads. Ich würde sagen, wir passen hier runter, Kani, du und ich. Und na gut, dann gehen wir nicht nach oben. Ja, wir gehen nicht nach oben. Schon wieder eine Beine in der Top-Lane. Der macht aber auch einen Damage, ne? Yes. Also diese Arguin-Subscriber sind schon cracked, ne? Da kann man nichts machen. Dann kriegen wir Objective Bounties. Ich glaube gar nicht, weil wir Dragons haben. Scheiße, Dragons sind so bait, ne? Wollen wir hier rein? Irgendwas wird doch bestimmt kommen. Ihr müsst noch eine Mitte-Wave nehmen. Na gut. Ja, meine Twitch schon. Da war ein Wort. Auf Mitte committen ist wahrscheinlich nicht drin gegen Nocturne, oder? Nee, muss aufpassen, der Nocturne wird da. Der ist am Herald, ziemlich sicher. Der Ohren rotiert hier. Ja. Okay, ja, wir müssen, glaube ich, Mitte gehen und dann vielleicht top deffen, ja. Top Tier 2, maybe. Ja. Kurz vor Infinity oder, Edge. Aber erst Mitte öffnen, probieren. Aber wir sollten gleich, glaube ich, danach sortieren. Stell dich mal hinter Top, weil sie diven. Wobei, ich sehe nicht so aus, ne? Die sind dann irgendwo bei uns im Top seit. Schau doch um. Ich facecheck mal den Scheiß. Ja? Aber ich verfehle hier. Lee ist super low, ein HP Lee.
dem ich hier geknallt werden will. Nice. Nice. Good fight. Not too bad. Ja, Facetag. Geiler Facetag. Muss eben der Godshed sein. Was mit dem Mitte? Ja. Ja. Aber ich kann den ran. Wenn ich ihn hitte, dann hättest du ihn und dann... Ja. Der Plan. Ja. Okay. Auch mal hitten dann. Der Plan war perfekt. Du musst Cyrillas rushen. Ne? Das ist das Problem. Das stimmt allerdings, ja. Das ist auch eine Krabbe, vielleicht können sie die nehmen. Jip, jip. Jip, 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 jip. Blö, blö, blö. Kennt ihr das von One Piece? Ja. Was? Von wem? Oh nein, jetzt fängt Freddy wieder an, über One Piece Schnecken zu reden. Das ist mit den Ninjas. Ja. Die Telefone. Blö, blö, blö. Die Teleschnecken. Ah, ja, kenn ich nicht. Ah, guter Scherz. Ah, ja, die Boomer-Scherz. Ne? Scherz gemacht. Ja, ich bin tatsächlich ziemlich strong. Brilliant. Stellt euch mal vor, wir sind alle so irgendwie 60, 70 und dann sagen wir so Kekwe und Orgas. Orgas. Also, ich bin mir ziemlich sicher auch... Lachflash. Nee, das würde ich nie sagen. Ja, okay. Das ist Lachflash. Lachkick. Lachkick. Sag mal, Sini, gefallen dir meine Camps sehr, oder? Hast du Camps genommen, ohne es abzusprechen vorher? Ich glaube, du... Das ist schon sehr... Du spinnst wohl. Nach dem Boykott auf dem Ohrendive. Oh. Nehme ich mir das raus. Katastrophe. Ja, komm, ich könnte Lee, würde ich sagen. Der kommt dann auch Nocturne. Der hat Ninja-Tan. Ich one-shotte beide. Rakan und Nocturne haben halt auch oben, ne? Ich habe wirklich zwei Items. Ich muss auch spät hier mal so. Hier ist er drin, ne? Ich bin da drin. Hier ist Nocturne, Go Nocturne. Oh, die gehen hier. Die kommt. Die auch. Kommt auch. Ich move. Das sollte sehr, sehr gut sein. Der Lee? Wie dran? Wait, der kriegt die Ult da noch durch? Das oh mein Gott, illegal. Ich muss basen. Go Nash. Actually, ja, fuck it, komm. Ich heal mich am Nash. Wenn jemand tankt für euch? Ich würde mit der Tower halten und dann zu euch kommen, ja? Nee. Ach, schön. Doch, das schaffst du. Also, wir brauchen dein Damage nicht mal. Aber wir brauchen auf jeden Fall Gwen. Hundertprozentig. Ich werde von Dings gewonnen, von Cardiff. Jetzt schon raus. Der hat schon gezündet. Der hat keine Ulti. Oh. Ja, das war alles wieder auf mich. Das war wieder die volle Bombo. Ich glaube, du musst tanken lassen, gell? Ich werde einfach sterben. Actually wurde ich gesund und die contesten euch. Sorry. Du hattest Smite, ne? Ja, ich hatte wieder Smite. Och, ich kann. Ja. Ich hab zweimal gesmited. Oh? Oh, ist sogar sein GA? Oh, das ist super. Okay. Das ist Lee, ja. Oder? Also ist ja. Der scary. Ich hab aber Ul, wenn wir gleich fallen. Oh, ja, ja. Yes. Vielleicht? Naja, mal ganz ehrlich tief in sich. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, nicht raus. Ich bin glücklich und alle anderen sind mir scheißegal. Oder? Ah, ich glaube, er tötet fallen? Ihr seid fallen, oder? Oh, Stopwatch. Wenn er jetzt einen Wardjump macht. Okay. Das war echt die Crack des Fuck, was? Du meinst Zayn, ne? Das war auch sehr kacke von uns, dass wir uns alle in eine Linie gestellt haben, aber also an sich war das schon cracked, muss ich sagen. Da gibt's auch mal ein Cracked von mir im Altchat. Der Drake ist wahrscheinlich gone, ne? Ja. Außer Kali geht jetzt was hin und contestet 1 gegen 4 und killt alle. Okay, listen. Auch mal machen. Ist ja nicht krass. Say no more, brother. Einmal Hallo sagen und dann dafür sterben. Oh, du bist ja echt davon, warte mal. Siehst du den? Wie soll ich den auf dich? Bist du blöd? Du schiffst doch niemals, oder? Nee, der hat nur Licht ausgemacht, weil er Angst hatte durch meine schiere Präsenz. Ja, was dafür bekommen. Okay, die haben keine Tipis mehr. Ich glaube, wir können jetzt easy Bot durchpushen. Wahrscheinlich. Ich kenne mir Red Buff. Jo. Ja, gleich habe ich die Riddle-Doss ready, da bin ich strong. Das ist immer so witzig, wenn man Nicht-Junglern zuschaut, wie die Camps machen. Es ist mittlerweile so traurig, ne? Dauert immer so lange. Ja, Kali, wir gehen gleich top rotieren nach der Wave, okay? Also, ja, wir nehmen die Wave, dann kommen wir. Nice Spot. Oh, ja, der hat keinen TP, also. Nein, da. Ist doch gut, was an Pink Wards. Oh, der liest in das Botlane bei dir. Ja, ich will noch eine Mitte Wave nehmen. Ja, aber ich brauche jemanden, also dass der Nocturne Mini ulten kann, die ist gleich ab. Also die. Wer ist in der Mitte, by the way? Nocturne? Sicher? Ja.
Ich hab ihn gerade gesehen. Ja, Lisa hat mich. Ich kann hier stehen. Von hier. Oben, oben, oben. Der könnte jetzt nach links kommen, zu dir, Freddy. Nicht zu weiter, kein Kani. Ey, Leute, ich kann mich nicht zerteilen, ne? Nee, okay. Aber du kannst ja beiden gerecht werden, glaube ich. Okay, okay, das kriegen wir hin. Ja, ich glaube, jetzt rotieren wir top. Gwen rotiert Mitte für die nächste Wave. Die werden engagieren, sind wir sicher. Lee ist noch nicht da. Lee ist Mitte gewesen. Ich glaube, er ist da. Also dann werde ich auch einfach ignoriert. Zenive, ja. Du bist übrigens unser Top-Lane. Ja, Dotschel. Den töte. Nice. Okay, ja, das war's. Ich glaube, das. Der ist super low, ne, der Kados. Kannst wieder untergehen. Also, wir können auch Mitte probieren, Season. To be honest, nach der Top-Wave? Ich hab TP, wenn ihr wollt. Ich kann TP hin. Vielleicht brauchen wir es auch nicht mal. Vielleicht werden wir auch einfach alle in Gaten sterben. Das wäre auch ziemlich okay. Cool. Auch Hilfe, Mimi. TP? Ist bei dir? Nicht Mitte. Bei ist mir? Auf Algorithm? Ist bei mir. Ich mach viel Damage, aber ich glaube. Ich hab nicht gesehen in Engage, das ist super lame. Hey, wait, was hab ich hier getroffen? Raus. Ja, oh, schade. Sedge. Ja, viel Damage, ah. Aber. Ja, vielleicht ein bisschen allein. Was hat mir denn da so viel Schaden gemacht am Anfang? War das Kartus oder das? Wahrscheinlich, oder? Die Sin Kick. Ja, die war ganz am Anfang mit dabei, ja. Die Sin hat einen Dreimann Kick gekriegt. Oder vielleicht Kick, ja. Kick? Er hat mich nicht gekickt, zumindest. Ne, mich hat er gekickt. In euch rein. Und ich hab einen ziemlich fetten Arsch. So, ich würde sagen. Nash, actually, oder? Wir spielen für Nash, würde ich sagen. Die haben auf jeden Fall beide wieder TP. Auch 300 für Void. Nocturne ist unten. Der hat wieder Ult, ne? Ja, auf jeden Fall. Obwohl, der spielt wirklich wenig CDR. Ich meine, wenn wir müssen einfach zusammenstehen, wieder, ja. Irgendwer muss die Nocturne-Ulti ganken und wenn ein Algorithm einfach schießen kann, sind die, glaube ich, sofort tot. Die spielen nur für Nash. Aber deren Nash ist nicht so schnell wie unser, ne? Na gut, Kratos. Kratos ist gut, also ne? Also nur Kratos. Ich glaube, ich muss noch einmal basen. True. Ja, ich bin auch base. Ich hab kein TP. Wie spielen wir das am gescheitsten? Ja, sie haben gerade Full Bot Side Vision. Ich glaube, wir müssen über diesen Weg hier laufen und contesten. Nach der Metal Wave, okay? Wir brauchen alle. Wir brauchen auch Zenith. Du musst, by the way, die Frontline finden. Wir nähern uns auf den Rabadon. Du musst sie. So viel Schaden. Muss sie Frontline für uns töten und die haben 4 Melees. Viel Glück. Also. Hier, ja, Delil. Ist ein schön ein Line. Ja, ja, ja. Wenn du den hookst. Ja. Weiter. Einfach vorne rein. Hier rein. Diesen Busch kontrollieren. Einfach rein. Kann ich. Wir werden nicht geflankt bisher. Jetzt noch den Tribischen Botwave. Ja, das ist gut. Ein bisschen wehtun, meine ich. Hinten wieder zurückhalten. Armin. Backline. Oh. Nocturne. Der GA aber auch. Komm raus, kann ich in Speed gehen. Ja, wir haben das verloren. Wir sollen gewinnen, oder? Nee, ihr habt es noch, oder? Je nachdem. Ja. Schön. Actually, ja, sehr geil. Nice. Sehr schön. Schade. Sehr gut, das war das mit der Frontline töten, was wir meinten. Gut umgesetzt. Das war sehr anstrengend. Oh mein Gott. Ey, wir können auch Nashen. Ich glaube, ihr solltet. Ja, wir können auch Nashen. Ich bin wieder da. Ich habe 10 Sekunden Advantage. Ich reichen. Kann für euch tanken, ich bin auch ein 10er. Ich hab Freddy, du hast TP? 14. Actually, 14 ist besser. Reicht, oder? Ja, ich hab es. 20 Sekunden. Sollte passen, ja. Kartus sollte keine Ulta, wenn er respawnt. Actually, das ist der Fight. Wir haben alle JS bekommen, ne? Ja, wir haben alle JS gerade gekriegt. War sehr, sehr gut für uns. Ich frag mich, ob Nocturne hat niemals TP, oder? Haben wir Zeit dafür oder nicht? Ja, ich denke schon.
Ja. Der gute Höfi ist ja schon dabei. Ja, nein. Wir haben ja auch Fantasy, das ist halt ja, wohl nicht. Ich jetzt außer wir haben beide TP, dann ist vielleicht ein bisschen risky. Natürlich haben die beide TP, oder? Noch 10 sehen wir. Ach, dein Damage ist ja komplett illegal. Ja, das ist. Wir sind gefunden. Hoch, nach oben, nach oben, nach oben. Lili. Oh. Ich hab Ulti, mein Ulti fliegt. Go. Ich würde eigentlich jetzt einfach. Raus. Ja, mein Hook hat er noch drin. Mit deinem Kuh kannst du die zu uns ziehen, Kani. Dann können wir die Gap besser closen, weißt du? Die Gap in meiner Midlane, die müssen wir mal closen. Die Gap ist ganz schön groß, ja. Der gute alte Mariannengraben in der Mitte. Ich glaube, du kannst hier unten durchpushen. Alright. Und okay, dann geh ich auch nochmal Base. Also ich muss auch eigentlich nochmal Base nach den zwei Camps. Ja. Ja, das ist ja überhaupt gar kein Ding. Ja, sag ich mal, sehr nähe Tempo. Ist das GA, was du hast, oder was hast du? Ja. Ja, das ist schon. Ja, das ist ja aber 2000 Gold. Das ist doch ein geiler Zock bisher, oder? Ist das nicht ein geiler Zock? Ein geiler Zock, ja. Macht doch voll Spaß, oder? Jetzt drück mal hier durch unten. Richtig schön knapp, klar. Ich bin mit einem Löffel, dass unser Midlaner vielleicht in der Mitte ist. Also mit Kani. Wollen wir hier einfach rein? Nee, ich brauch Hilfe. Wo? Mitte. Ich hab Sonjas. Ich hab alles geblockt. Ich seh nichts, Leute. Jetzt seh ich Dinge. Ich hab alles geblockt. Sie wollten nicht. Ghost ist gepoppt. Wir haben das. Hilfe! Wir sind schon fertig, Zenny. Okay. Ja. Nice. Aber auch wieder ein geiler Zock. Das ist Tinker, das war. Nice. Oh, war mal ganz schön knapp, ey, dieses Early Game. Schön spannend gemacht. Ah, ein bisschen rau, ne? War das schon T1? Das war T1, ja. 1-0. Das war T1 Academy. Oh je, Aaron, ich hoffe, du bist mir nicht böse für den Inter. Nee, das war hundertprozentig Grief. Dieser Call. Lass mal den für live. Oh. Also ist es doch ein Zenith-Boykott, sagst du? Verdammt nochmal. Oh mein Gott, Team. Der Kato hat gar nicht so viel Schaden gemacht, ne? 31? Das ist doch sau wenig für Kartos, oder? In so einem Game. Na, ist auch nur Kartos Botlane, ne? Der ist nicht wie der Jungler 4 Level über allem. Ja. Ja, und dann hat er gegen mich gelenkt.